Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Horror Monday. Ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Im letzten Part sind wir hier in der Nervenheilanstalt stehen geblieben und wollen erstmal schauen, was hier überhaupt abgeht. Wir sind kuriosen Gestalten begegnet und jetzt sind wir in der Kanalisation. Ich habe vorhin schon mal versucht zu streamen, aber mein Joystick wollte nicht. Der hat die ganze Zeit rumgespackt. Jetzt reicht es mir. Jetzt spielen wir heute mal mit Tastatur. Ich weiß aber nicht zurecht. Ich muss doch ein bisschen mit der Steuerung betraut. Vertraut machen. Neues Ziel. Drehe zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Ah, hier, ne? Okay, so kann man sich hinhocken. Hiermit renne ich schnell, aber was bringt mir das? Gleich kommt Mr. Fuji. Ja, da ist ja unser Mr. Fuji hier. Nein! Oh Gott! Lauf, 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 lauf! Nein, lass mich in Ruhe! Bin ich hier sicher? Lass mich in Ruhe! Ja! Oh Gott! Er kriegt mich nicht, er kriegt mich nicht, er kriegt mich nicht. Geh weg, mein Freund. WB Shizon. Ja, ich bin wieder da. Ich hatte gerade Probleme mit meinem Joystick. Ich spiele jetzt über die Tastatur und muss mich da erstmal dran gewöhnen. Der Typ ist nach links abgehauen, aber... Moin, Gryffindor, Leon. Blubber geht raus an dich. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Aber... Ich hab da ja eben da... Ich weiß halt nicht, wo ich da lang gehen soll. Ich muss halt zwei Ventile aufdrehen. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Ich meine, hier hinten... Kommt da bestimmt auch irgendwo. Aber kann ich mir zumindest vorstellen. Aber eigentlich müssten wir da richtig sein. Also denke ich mal. Dann, ja. Weil wir müssen hier runter. Und wenn ich jetzt wieder nach da gehe, kommt doch wieder der Typ, oder? Ich weiß es aber nicht. Ich höre ihn auf jeden Fall. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich krieg jedes Mal Gänsehaut. Nein, lauf, 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 lauf. Oh, hier geht's ja lang. Oh. Hier geht's ja lang. Oh mein Gott. Und jetzt? Sackgasse. Nein, da ging's weiter. Oh Gott. Warte. Ich finde deine Videos super. Danke dir, Gryffindor. Finde ich einfach so. Leon ist, glaube ich, ein bisschen besser. Bin aber auch schon seit jetzt, ich glaube, 6 oder 7 Uhr heute Morgen am Aufnehmen die ganze Zeit. Ah, super. Okay, wir müssen diesen Typ da erstmal weglenken. Da ist er. Okay, wir gehen weg, wir gehen weg, wir gehen wieder hier hin. Da hinten ist er. Aber er muss uns ja erstmal sehen. Wenn ich das richtig gesehen habe, okay. Er geht da lang. Das heißt, wir können rennen, oder? Mehr oder weniger. Oh, lass mich in Ruhe! Warum kann ich hier nicht lang? Oh, vielleicht sollte ich auch mal springen. Oh Gott! Nein, lass mich in Ruhe! Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Ich habe meine Nachtsicht gar nicht an, ne? Ja. Oh Gott. Ja! Wie ihr sehen könnt, muss ich erstmal klarkommen. Mit der Steuerung.
Geh weg, geh weg. Oh Gott. Bavian, BB. Jetzt kommt FBI aus der Wand. Oh Gott. Ich muss mich jetzt ein bisschen einfach mal an die Steuerung hier gewöhnen. Ich spiele jetzt nämlich mit Tastatur. Ich versuche einfach mal durchzulaufen. Aber ich meine... Ich höre ihn. Natürlich. Lauf, 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 lauf. Und da muss ich, glaube ich, hin. Ich weiß es aber nicht. Wir versuchen ihn mal so ein bisschen auszutricksen. Hier ist eine Sackgasse, war ja klar. Lass mich hin. So, das ist jetzt die Nachtsicht hier. Wir gehen nach links. Wir gehen nach rechts. Kann ich mich auch irgendwo verstecken? Nein, geh durch da. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Nein. Okay. Hier trifft er mich nicht. Aber ich weiß nicht, wo ich bin. Okay, wir haben hier ein Ventil. Ich dreh das einfach mal auf. Okay, ein Ventil haben wir. Ich will da nicht raus. Ich will da nicht raus. Ich laufe ihm doch bestimmt in die Arme, oder? Hallo, Bruder. Bro, was geht? Lauf, 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 lauf. Er lässt mich nicht durch! Er lässt mich nicht durch! Ich hoffe, dass es gespeichert bleibt, aber ich gehe nicht davon aus. Ja, ja, klar. Okay. Okay, Bro. Sieht er mich hier? Natürlich sieht er mich hier. Laufen. Laufen. Boah, wie ist jedes Mal derselbe Scheiß. Links. Rechts. Nochmal rechts. Und dann hier durch. So, da ist das erste Ventil. Oh, nein. Oh Gott. Hier haben wir das erste Ventil. R drücken. Ja gut, hier haben wir das erste Ventil. Was hältst du von dem aktuellen News zum Thema Corona? Moment, geht's hier weiter? Natürlich nicht. Also ich sag mal so, es hätte besser laufen können, wie die Regierung das gemacht hätte. Sie investieren zum Teil an den falschen Stellen. Zum Beispiel Luftfilter können sie in den Schulen theoretisch gesehen mehr für machen. Da es jetzt bundeseinheitliche Regeln gibt, ist es natürlich besser, dass es diesen Flickenteppich nicht mehr gibt. Und immer auch dieses Hin und Her ist halt ein bisschen blöde. Aber ich bin froh, wenn die Pandemie weg ist. Hey Bro, ich bin hier. Lässt du mich durch? Du lässt mich doch durch, oder? Und laufen. Ich weiß halt nicht, wo ich hinlaufen soll. Hopps. Wir laufen erstmal wieder zurück. Und verstecken uns hier. Ich habe keine Ahnung, was der auch im Keller macht. Der hat wohl Hunger und will mich essen. Das ist. Aber das Wasser müsste jetzt zum Teil abgelaufen sein, oder? Nein, uns fehlt noch ein Ventil.
Gut. Ja, wo soll denn noch ein Ventil sein? Da, wo wir links reingegangen sind, ist eine Sackgasse. Oh, hallo, hier geht's ja auch lang. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, guck mal, was wir hier haben. Und er speichert, er speichert. Wir haben einen Speicherpunkt erreicht. Der kommt doch 100 pro hierher. Wir laufen, wir laufen. Wir ziehen durch, wir ziehen durch. Hallo mein Freund, wo auch immer du bist. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Da gehen wir gleich runter. Ich will mich erstmal in Sicherheit bringen. Oh Gott. Das andere ist wahrscheinlich rechts, ja. Das stimmt. Im Wasser... Jetzt kann ich hier wenigstens nach unten gehen, aber eigentlich will ich nach oben und nicht nach unten. Gut, schauen wir einfach mal. Oh Gott. Ich wollte ja auch noch was zu den Secret Let's Plays sagen. Aber erstmal will ich wissen, wo ich hier bin. Ich kann ja nochmal was zu den Secret Let's Plays sagen. Ich will ein bisschen Akku sparen. Ja, die Secret Let's Plays. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich die Secret Let's Play gestern gestartet. Einen Tipp habe ich ja dazu gegeben. Natürlich, es gibt auf der einen Seite natürlich sehr viele Spiele. Bestimmt mindestens 10.000, 20.000 Spiele, die man erraten muss. Ne? Und also die Secret Let's Plays sind eigentlich dafür da, um den Abonnenten, oder es war meine Idee, den Abonnenten eine Herausforderung zu schaffen. Zum Beispiel, kriegt ihr jetzt meine Secret Let's Plays zu erraten oder nicht, natürlich. Also im Endeffekt müsst ihr es als Herausforderung sehen und ihr habt normalerweise muss man halt natürlich auch ein bisschen raten. Und natürlich, wie gesagt, ich habe mir nochmal Gedanken drüber gemacht und manche Secret Let's Plays sind auch schwer zu erraten. Secret Let's Plays sollen ja eigentlich mindestens einen Monat halten. Ich hatte eigentlich schon Sorge, dass sie nach 2-3 Tagen down sind. Aber ich denke mal, ich werde es so machen, dass als Beispiel, ich habe ja jetzt dieses Secret Let's Play, das ich jetzt gestern gestartet habe sozusagen, wo man auch weiter raten könnt, ihr könnt unendlich viel raten, dass wenn ein Monat vergangen ist, dass ich in die Kommentare einen weiteren Tipp schreibe. Also sprich, dass ich jeden Monat einen neuen weiteren Kommentar schreibe. Und dann halt immer Step by Step immer mehr und mehr Tipps gebe, bis ihr dann irgendwann drauf kommt. Das werde ich erstmal so handhaben. Und selbst wenn es nach einem Jahr... Ein Jahr wird es, denke ich mal, nicht dauern. Aber selbst wenn es nach 2-3 Monaten erst gelöst wird, das Secret Let's Play, ist auch nicht schlimm. Dafür sind sie ja da. So, wo? Ich wollte jetzt schon wieder meinen Joystick in die Hand nehmen. Wenn es für jeden und allen Impfmöglichkeiten gäbe und es einen Impfstoff für alle geben würde, wärst du dafür? Alles hat seine positiven und seine negativen Seiten. Impfstoff ist wichtig. Auf jeden Fall. Aber bevor ich mich impfen lasse... Oh Gott, schreckt mich doch nicht so. Wo geht's hier hoch? Aber bevor ich mich impfen lasse, warte ich lieber mal ein bisschen ab. Na, oh du. Da war doch jemand gerade oben. Oh nein. Na komm, wir gehen nach oben. Admin-Block. Nö. Aber er speichert zumindest.
Wir laufen einfach mal. Einfach durchlaufen. Oh nein, ich muss mich vor dem Typ... Ja, ist mir egal, ob der Doktor tot ist. Ich will diesem Typen da nicht begegnen. Oh Gott, wo bin ich jetzt hier? Mann, alles rot. Ich lese gleich wieder die Kommentare vor. Ich will mich hier einmal kurz konzentrieren. Alles klar? Was ich als erstes für ein Secret Let's Play nehmen wollte, das kann ich ja erzählen, das habe ich aber abgebrochen. Selten, dass ich ein Let's Play abbreche. Ich wollte eigentlich Jurassic Park nehmen. Das 1997 rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt für die PlayStation 1. Oh, du Dreckiger. Kommt bestimmt gleich hinten hinter mir raus, oder? Okay, ich komme da nicht rein. Und das war ja so schwer, Jurassic Park damals. Ich hatte das leichter in Erinnerung, aber nach zwei Parts habe ich abgebrochen, weil ich hatte so die Schnauze voll, weil ich so oft gestorben bin. Ich muss nach oben, oder? Aber eigentlich hat er doch abgespeichert. Das heißt, ich war richtig. Eigentlich. Gehen wir nochmal da zu einer Tür. Und gucken, ob wir die aufbekommen. So, die gehen schon. Dann sind wir gleich wieder. Da wäre ich dann echt, würde ich direkt beten. Das auf jeden Fall. Warum kommen wir hier nicht rein? Vielleicht brauchen wir einen Schlüssel oder so. Das kann gut sein. Puh. Aber heute bin ich irgendwie schreckhafter als sonst. Das liegt aber auch daran, dass ich schon ja, länger wach bin. Wenn ich immer lange wach bin und Horrorspiele spiele, das ist... Das zieht noch mal rein. Gehen wir hier nach oben. Kann ich die Tür zumachen? Ja, ne? So. Der Typ ist weg. Ich muss einmal kurz schauen, wie ich die Batterien wechsle. Das weiß ich nämlich gerade gar nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall Jurassic Park. Das würde ich irgendwann mal ein Together-Let's Play machen, aber so würde ich schon ziemlich lange brauchen, bis ich das durch habe. Aber was bringt mir das jetzt hier? Hat der Typ irgendwas? Oh, das ist eine Batterie, die nehmen wir doch gerne mit. Aber was bringt mir das jetzt hier? Da komme ich auch nicht weiter. Ich mach die Tür erstmal wieder zu, bevor dieser komische Typ wiederkommt. Brauche ich eventuell einen Schlüssel? Ich weiß es nämlich nicht. Habe ich irgendwas übersehen?
Er hat ja abgespeichert, aber... Wo komme ich da lang? Nee, da waren wir ja. Aber er hat abgespeichert. Das heißt, es ist eigentlich der richtige Weg, aber... Man braucht für die Tür einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Den hat bestimmt der Typ gehabt, den wir... ja vorhin lang liefen sehen, oder? Gehe ich mal von aus. Aber da unten waren ja zwei Türen. Ist mal Abwechslung. Schön, wenn einen niemand verfolgt, aber... auch zu, oder? Natürlich. Und dann müssen wir zurück. Ist das eine Batterie oder ist das ein Schlüssel? Sieht nach einer Batterie aus. Oh Gott. Dann heißt es wieder ab in die Dunkelheit. Na, ich will das schon selber rausfinden. Da oben kamen wir doch eigentlich her. Ich weiß es aber nicht. Wir schauen aber kurz nach. Ansonsten gehen wir wieder zurück. Ja, hier kamen wir her. Okay. Das heißt, wir müssen unten irgendwas finden. Ich meinte vorhin. Ah, ach so. Nichtsdestotrotz fehlt uns ein Schlüssel. Die Sackgasse. Habt ihr was gesehen? Nee, das war nur das Wasser. Okay. Ja, wir waren dort schon richtig. Ich denke mal auch, dass es abgespeichert hat, aber ich war wahrscheinlich zu blöd und habe das dann nicht gesehen. Ah, nee, ich weiß, wo wir sind. Okay, da ist nur eine Batterie. Weil wenn das der Schlüssel gewesen wäre, wäre ein bisschen ekelhaft. Weil da waren wir ganz am Anfang. Okay. Hier steht ja auch eigentlich Admin-Block. Laufen wir mal ein bisschen. Eng. Hört ihr das? Es hört sich wie der Typ an, wo wir einmal unten im Keller waren, der irgendwas hinter sich herschleift. Gott. Nee, da muss es weitergehen. Selbst. Es ist alles verschüttet hier. Ich
Wenn jetzt ein roter Ballon um die Ecke kommt, rennt weg. Ja. Nee, wir müssen hier lang. Wir müssen hier irgendeine Interaktion ausführen. Können wir das Ventil aufdrehen? Nee. Oder können wir eventuell... Nee, bringt nichts. Gehen wir in den Keller. Auch Menno. Aber wenigstens müssen wir hier Mr. Fuji nicht mehr begegnen. Male Ward, Female Ward. Hier war ja abgeschlossen, ne? Hast du Ausla? Hast du den Schlüssel, Bro? Ist nicht vorhin die Leiche ist doch hier wurde doch vorhin eine Leiche runtergeworfen. Hat die eventuell den Schlüssel? Oder wartet mal. Alles gut. Kann ich schnell kriechen? Natürlich nicht, oder? Nee. Oh Gott. Keine Ahnung, wo ich lang gehe. Ein Speicherpunkt, das ist gut. Oh Gott. Wir nehmen die Tür. Dann nehmen wir die andere Tür. Sieht wie ein Gefängnis aus. Kommen wir da hoch? Versuche immer ein bisschen Energie, Batterien zu sparen. Oh Gott. Da folgt mir irgendwas. Ich weiß nicht wer. Hallo, ist hier jemand? Hallo. Hoffentlich ist hier irgendwo ein Glumanda, was dich beschützen kann. Ja, Glumanda wäre schön. Irgendein Feuer-Pokémon. Und ich höre einen. Ich höre jemanden. Wo kommst du her, mein Freund? Wo kommst du her? Lauf! Lauf! Wo kommt der Typ her? Lass mich in Ruhe! Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Nein! Da vorne! Da
ist was, komm her. Habe ich ihn abgeschüttelt? Ich habe ihn abgeschüttelt. Irgendwas muss ich hier machen. Aber keine Ahnung was. Ich weiß zwar nicht, ob das so gewollt ist, aber es ist mir egal. Ich muss mich ja hier auch erstmal umsehen. Gehen wir erstmal so ein bisschen den Rand ab. Was müssen wir hier machen? In der Mitte ist was. Wo ist der? Ah, da kommen wir rauf. Ah, okay. Hey Bro, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Du Dreck. Weiß schon die Antwort. Werd aber nicht sagen, weil es. Ja, ja, genau. Also nicht sagen. Also erst wenn ich sage, also wenn ich nach 20 Minuten nicht weiterkomme oder so, dann dürft ihr mir gerne Tipps geben, aber vorher würde ich gerne selber ein bisschen ausprobieren. Oh Gott. Speicherpunkt erreicht, schön. Jo. Och. Was macht er denn hier? Das ist ja der reinste Irrgarten. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich laufe einfach. Speicherpunkt erreicht. Episch. Wir folgen diesem Typen einfach. Speicherpunkt erreicht. Schön. Ja, moin. Huh. Neues hier. Erreiche die Hauptstation des Männergeschosses. Oh Gott. Ja, man muss sich auch erstmal ans Spiel gewöhnen. Nach unten, wie ducke ich mich nochmal so, ne? Und gedrückt halt. Denn, obwohl, der ist in einer Zwangsjacke, ne? Verhungert der nicht? Hallo, ist hier jemand? Wir gehen weiter nach oben. Es hieß, wir sollen nach oben gehen. Ist zu. Na gut,
Nein. Hört ihr das? Wenn ich doch reingehe. Muss ich den jetzt rauslassen? Ich bereue es, oder? Abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Ach Gott. Lasst mich doch leben. Obwohl, das könnten aber auch die Rohre sein. Jo, das könnten auch die Rohre sein, wenn wir Glück haben. Oh nö. Wenecke ist der Doktor, ne? Was zum Teufel passiert hier? Jetzt muss ich kurz nochmal schauen, wie man die Dokumente öffnet. Moment, Option. Steuerung. Dokumente anzeigen. Nummer 6. Okay. Krankenbericht von Rick Traeger. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor. Kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne den, die ganzen Erstkniffe noch, okay. Okay. Sozusagen unter der Heilnervenanstalt wurden Experimente in der Kanalisation durchgeführt. Zum Teil natürlich auch da oben, aber vorwiegend in der Kanalisation. Und der Typ, dieser Rick Traeger, ich glaube, wir haben das ein oder andere Mal auch schon von ihm ein Dokument gefunden. Und er versteht die Welt noch nicht so wirklich, wie das da alles läuft, aber nach und nach. Ja. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mir mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Okay. Man lernt jeden Tag etwas Neues. Das stimmt aber wiederum. Okay, Okay, schließen. Müssen wir daher. Ah, okay. Was die Journalisten alles nicht tun, das ist... Was soll ich machen? Lasst mich in Ruhe!
Das gibt's nicht. Lass mal einen Schluck trinken hier. Ja, das hat schon Nachteile, wenn man keine Knarre hat. So, wir laufen. Komm schon. Ich hasse die Leute, ich hasse sie. Oh Gott, nein! Lasst mich raus hier! Wo soll ich denn da hinlaufen? Es ist krank, es ist einfach nur krank. Okay, wir laufen. Wir laufen. Ja, ist klar, die Tür ist abgeschlossen. Lasst mich in Ruhe. Oh mein Gott. Ich chill hier oben erstmal. Ich chill hier oben. Die kommen hier nicht nach oben, oder? Hier kann ich erstmal entspannen, mehr oder weniger. Vergisst, was ich gesagt habe. Und? Oh Gott. Ich laufe einfach nur. Ich weiß nur nicht. Okay. Keine Ahnung, wie ich das jetzt geschafft habe. Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? Alle Türen zu machen. Ja, ich bin da noch nicht so mit vertraut. Exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Have a little confab, blah, blah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Oh. Das ist also der Doktor, der da diese Experimente macht. Aber Outlast im VR muss bestimmt richtig heftig sein, also... Und so kriege ich schon jedes Mal Gänsehaut. I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. Ja. No hurry. Bro, ich kann. No? Ich kann nicht. Geht those nicht. Those are the grindstone. I like that. Okay, then, right this way. Was hat der Typ an den Armen? Er arbeitet bestimmt mit diesem komischen Pastor da zusammen. Der uns auch schon mal hier eine Spritze reingejagt hat.
You weren't putting that phone any use anyway. Truth be told, I was just tired of looking downstairs. Gott. Ja, natürlich in den dunklen Raum. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just. Ich glaube, jetzt kann es ein bisschen ekelhaft werden. No movies. And it'll give us a chance to talk. Oh, es ist so ein Perverser, der das aufnimmt. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier than thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Lass mich in Ruhe! It's understandable. Maybe people get scared. There's like to turn to God as anything else. You know, God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's a lot for you to absorb. Ich glaube, die deutsche Version ist auch abgeschwächter. Aber nur ein Finger. Als ob. Ja, ist da. Warten noch mal ein bisschen. Aber schon heftig. Der Typ nimmt uns einfach unsere Finger ab. Hier raus, oder? Oh, ich bin schon wieder auf der Flucht. Nein. Brauchen Schlüssel, ne? Speicherpunkt erreicht. Schön.
Ja, also Blut kann ich auch in echt sehen. Ich war sogar auch früher mal, wie nennt man das, Blutspenden, Plasmaspenden. Aber nach einer Zeit konnte ich das dann nicht mehr, weil mein Körper das irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe mich danach immer so ein bisschen schwummerig gefühlt. Oh, ich kann mich hier auch verstecken, wusste ich gar nicht. Hier unten fühle ich mich, glaube ich, sicher. Ich weiß es aber nicht. Aber verraten mich die anderen nicht? Komm, geh mal raus. Ja, ist klar. Nein, lauf! Ich hab auch keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist alles so groß hier. Ja, das war's. Na komm, schlachte mich ab, mein Freund. Wir brauchen für den Aufzug eine Schlüsselkarte. Die hat er doch bestimmt irgendwie um den Hals hängen oder so, oder? Oder wir müssen in sein Büro, das kann auch sein. Hallo, mein Freund. Ja, 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 ist gut. Okay. Nord, Süd, West. Alles hat einen Weg, aber nur einer ist richtig. Ja, das stimmt schon. Ich nehme mir den Richtung Norden. Warte, mein Freund. Lass mich durch. Ich komme da nicht rauf. Ja, ich vermute, ich denk mal, ich vermute, ich muss in sein Büro. Ich muss das ja erstmal finden. Okay, dann warten wir hier erstmal. Aber da vorne waren wir noch gar nicht drin. Oder? Hier können wir uns drin verstecken. Der kommt jetzt bestimmt von hinten, oder? Natürlich. Schreck mich doch nicht so!
Lol, Wuko. Ja, ist aus. Ich muss ihn irgendwie weglocken. Weil im Endeffekt ist es ja... Ja, im Endeffekt laufe ich ja im Kreis, sage ich jetzt mal. Ich muss ihn da, glaube ich, irgendwie weglocken. Ich weiß es aber nicht. Diesmal machen wir das Ganze ein bisschen schneller. Hallo, mein Freund. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Hier war ich schon. Okay. Ja, ich lasse mich nochmal abschlachten, oder? Kriegen wir noch eine Chance? Nee, wir kriegen noch. Nein, kriegen keine Chance mehr. Und da waren wir enthauptet. Ja, ist klar. Die Pokémon-Kanto-Region ist voll komisch. Es geht. Es gibt einige Orte, was ich zum Beispiel auch heute erfahren habe, wobei das eher die Johto-Region ist. Lass mich durch da. Ja, ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Irgendwas mache ich falsch. In der Johto-Region zum Beispiel, also in der zweiten Gen, gibt es drei Pokémon, die man nicht als Shiny fangen kann. Das sind einmal Celebi, Mew und... Oh, wer war das denn noch? Und noch irgendein drittes Pokémon. Ich weiß aber gerade nicht welches. So, und irgendwas übersehe ich hier. Ich hatte sonst die Idee, dass ich da irgendwie raufgehe. Oh, hallo, Bro. Alles gut? Und zurück kann ich auch nicht, oder? Ne, hier sitze ich in der Falle. Hey, was muss ich denn machen? Ja. Schlag mich ruhig mal... Irgendwo muss es verdammt nochmal weitergehen. Ich laufe einfach erstmal ein bisschen hier durch. Ja, er ist immer noch hinter mir her, oder? Da sind Toiletten. Hier komme ich wieder nicht rein. Hier komme ich auch nicht rein. Ja, ist gut. Und verschieben kann ich den auch nicht hier, ne? Oder? Ah. Okay, ich glaube, ich kann den nämlich verschieben. Eventuell. Einmal versuchen wir es noch. Hey Bro, ich bin hier. Huhu. Hey Bro, ich bin hier. Oh, oh, ja, jetzt hat er mich gesehen. Lauf doch! Oh. Ich bin zu langsam, ich bin viel zu langsam. Er ist wieder hinter mir. Aber der Typ, der ist bestimmt auch schnell. Ja, treff mich, hau rein. Ja. Okay, ich weiß, was ich auf jeden Fall zu tun habe. Okay, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Horror-Monday wieder. Bis dann.